In der näheren Umgebung von Valgiano gibt es einige Ortschaften, die wir gerne besucht haben. Wie zum Beispiel das auf einer Anhöhe gelegene Dorf Monte Carlo, dessen Weine in Spezialitätenläden von Luca stehen und das gar nichts mit dem Namensvetter an der Côte d'Azur gemein hat. Die schöne Wanderrunde durch den nahegelegenen Wald gehört bei einem Besuch immer dazu. Vom Massentourismus weitgehend verschont, laden die urwüchsigen Läden mit regionalen Produkten zum Stöbern ein. Neben einer Festung hat die Altstadt auf dem Hügel als Wahrzeichen die Kirche San Andrea mit ihrem Zinnenturm zu bieten, der ein wenig an die Türme von Lucca erinnert. Ihr gepflegtes Inneres steht im krassen Kontrast zu mancher Außenansicht einiger Häuserfassaden. An der Stadtmauer finden sich einige Gärten mit Granatapfelbäumen. Fantastisch zu sehen, wie sich an einem einzigen Zweig alle Stadien der Frucht gleichzeitig befinden. Nun aber etwas Bewegung. Unsere Wanderung startet am kleinen Weiler San Martino und führt uns zunächst die Hügelkette hinunter durch ein Waldstück und anschließend sehr abwechslungsreich durch Weinberge und Olivenhaine in einer großen Schleife zurück. Interessante Eindrücke werden durch Wegpunkte in der Wander-App markiert. Der frisch geschotterte und mit neuem Weidezaun versehene Feldweg führt uns direkt zu unserem Picknickplatz am Teich. Die Kleinstadt Collodi liegt ebenfalls wie Monte Carlo im Osten unseres Aktionsradius und ist durchaus einen Besuch wert. In jüngerer Zeit wird sie hauptsächlich mit Pinocchio in Verbindung gebracht, dessen Schöpfer hier gelebt hat und dem ein Spielpark sowie allerlei Skulpturen und Touristennippes gewidmet sind. Aus früheren Zeiten stammt allerdings die Parkanlage der Villa Garzoni mit ihren Wasserspielen, die in den Hang gebaut wurden. Das wuchtige Schloss von Collodi liegt ebenfalls am Hang, unterhalb der kleinen Burganlage. Der Weg zwischen Burg und Schloss wird gesäumt von den Häusern der Altstadt, die sich tropfenförmig nach unten zum Schloss ausbreitet und vor allem von oben fast wie ein Lavastrom aussieht, der vom Schloss gestoppt wurde. Ebenfalls am Fuße der Berge befindet sich unsere Mühle, die wie gesagt nachmittags schon im Schatten liegt, während die Ebene von Lucca das stimmungsvolle Abendlicht empfängt. Direkt am Ausgang unseres kleinen Mühlentals liegt das Bio-Weingut Tenuta di Valgiano. Die Lage und das Anwesen selbst sind ein toskanischer Traum. Dort wird ein exzellenter Wein nach strengen Demeter-Regeln mit zum Teil uralten Methoden produziert. Die Weine erhalten regelmäßig sehr hohe Bewertungen und erzielen auch dementsprechende Preise. 80 Euro für eine Flasche noch relativ jungem Wein sind uns dann aber doch etwas zu hoch. Für die Top-Weine werden hier die klassischen Rebsorten Sangiovese, Merlot und Syrah angebaut. In der Toskana gibt es in vielen Regionen wieder Wölfe, wie wir bei Arezzo selbst feststellen konnten. Wir waren daher einigermaßen erschrocken, als wir ein großes Exemplar durch den Weinbergstreifen sahen. Es stellte sich heraus, dass dieses Kerlchen zur Tenuta gehört und tatsächlich ein Wolfshybrid ist. Menschen gegenüber sehr zurückhaltend. Aber man kann sich vorstellen, dass seine Markierungen im Weinberg sicher schon so manche Wildschweinrotte von Plünderungen abgehalten haben. Dusty versteht sich allerdings prächtig mit dem großen Bruder. Von der Leine können wir ihn leider nicht lassen, denn es gibt hier auch frei herumlaufendes Federvieh sowie offenstehende Türen, die zum Stöbern einladen würden. Noch ein Abschiedsblick zurück, bis zum nächsten Mal. Wir setzen jetzt unsere Runde in der näheren Umgebung fort. Unser dichtes Netz an Wanderungen und Spaziergängen deckt schon einiges an Wegen durch die Hügellandschaft unterhalb von Valgiano ab.
und bietet auch reichlich Abwechslung. Manche Segmente unserer Runden nutzen markierte Wanderwege. Aber der überwiegende Teil besteht aus selbst zusammengestellten Feld-, Wald- und Wiesenwegen. Getreu dem Motto, je kleiner der Pfad, desto naturnäher das Wandererlebnis. Das gilt in besonderem Maße auch für Dusty. Aber wie gesagt, die Abwechslung macht es, wie hier das Wegstück durch einen Fitnessparcours. Aber es geht nicht nur auf schmalen Pfaden. Auch zypressengesäumte Wiesenwege oder die mondäne Zufahrt zu einer jahrhundertealten Villa liegen auf unseren Touren. Dass auch bei heutigen Bauvorhaben hier vielfach auf Ästhetik und Tradition geachtet wird, erkennt man an dieser Einfahrt. Mir als Hobbyhandwerker und Natursteinfetischist geht bei diesem Anblick das Herz auf. Vor allem, wenn man sieht, mit welchem Ausgangsmaterial hier gearbeitet wird und wie vergleichsweise glatt dann die Oberfläche der Mauer ist. Etwas weniger massiv, aber immer noch solide ist diese kleine Brücke auf dem Weg zu einer unserer Runden in den Bergen. Es ist immer gut, wenn man die Frau voranschicken kann, obwohl hier sicher keine Crashgefahr besteht. Die Unwetter der jüngsten Zeit haben auch hier Spuren hinterlassen. Man muss nicht nur aufpassen, wo man hintritt, auch die auf dem Fitnessparcours erarbeitete Körperflexibilität ist hier von Vorteil. Die erste Etappe ist geschafft. Und nun die verdiente Rast mit Blick auf die herrlich beleuchtete Glockenblume. Na, kleiner Mann, alles okay? Die schönsten Rastplätze in den bewaldeten Bergen wurden hier von Jägern angelegt. Es sind die Plätze, wo man sich nach der Jagd trifft, ins Horn bläst und dem erlegten Wildbret seine Ehre erweist. An solchen Stellen, meist mit wunderbarer Aussicht, schmeckt dann der Jägermeister doppelt gut. Oft befindet sich dort auch ein gut getarnter Ansitz, wie hier im Hintergrund. Zu erreichen sind diese Jagdplätze meist durch einen kleinen Pfad, der vom Hauptweg auf eine Lichtung oder einen Bergrücken führt. Diese Trampelpfade gefallen uns dreien ganz besonders gut. Zurück auf dem Hauptweg gibt es erstmal ein Kaltgetränk für Dusty und eine überraschende Entdeckung von Gabi. Worum es sich handelt, kann man bei genauem Hinhören sogar durch die Windgeräusche hindurch wahrnehmen. Und weiter geht es Richtung Bergkamm, vorbei an blühenden weißen Robinien, die es hier sehr häufig gibt, genau wie die wunderschönen Zistrosen mit ihren hängenden Knospen. Gelegentlich stolpert man auch über ein zierliches Vergissmeinnicht, das hier so einen schönen Schatten wirft, oder ein Waldgeistblatt mit seinen markanten Staubgefäßen. Der Besenginster ist um diese Zeit immer eine Augenweide. An regnerischen Tagen fangen die Blüten die Wassertropfen ein und bilden mit ihrer Nano-Oberflächenstruktur fast perfekte Kügelchen, in denen sich die Welt spiegelt. Oben auf dem Kamm angekommen, finden wir bald wieder einen Jagdplatz für ein Picknick mit Fernblick. Die Wanderkarte zeigt für den Rückweg nach einem Stück auf dem Kamm einen Abstieg mit sehr engen Höhenlinien. Gabi freut sich schon sichtlich auf etwas Kraxelei. Soll ich dich stützen? Nein. Aua. Stachelginster. Ja. Scheiße. Die Steine sind brütend heiß. Ja. Brütend heiß, das soll auch der Steinofen bei uns am Haus nach der Wanderung werden. In der Anzeige auf dem Ferienhausportal wurde davon geschwärmt, wie toll man doch darin einen Auflauf oder gar Pizza backen kann. Richtig Sinn macht das aber wohl eher für eine große Gesellschaft. Direkt an der Mühle verengt sich das Tal immer mehr. Ein schmaler Streifen Grün wurde dem Hang noch abgetrotzt,
gerade genug, um eine Liege in der Sonne oder eine Decke im Schatten zu platzieren. Der Steinofen befindet sich links neben dem Eingang. Hinter dem Haus ist noch das Zuflussbecken mit der anschließenden Mühlenleitung zum Untergeschoss zu sehen. Am vorderen Teil führt hinter der Hecke ein steiler Trampelpfad zum Bach hinunter, zu einer angeblich schönen Badestelle, die allerdings nicht sehr einladend ist. Dass die Mühle notgedrungen nur vorübergehend vermietet wurde, sieht man an den vielen persönlichen Utensilien im Haus. Unser weitläufiges Schlafgemach mit einem riesigen Bett liegt im Obergeschoss, mit direktem Blick durch die maroden Fenster ins gegenüberliegende Bambusgrün.